da habe ich immer viel Energie reingesteckt in Ernährung, in gutes Wasser, weil beim Fasten ist das so wichtig, dass das Wenige, was man zu sich nimmt, muss sehr gut sein. Und das Viele, was man zu sich nimmt, das Wasser muss wirklich exzellent sein beim Fasten. Und diese Möglichkeiten, die ihr schon lange weißt, dass man einfach so, dass es so eine Basis gibt, die ist für alle wichtig und richtig. Ernährung ist das Peace Food, pflanzlich vollwertig. Darf ich noch auf das Wasser zurückzukommen? Ist da in Gamlitz einfach so ein gutes Wasser? Oder? Nein, Gamlitzer Wasser ist nicht trinkbar, aus meiner Sicht. Also wir haben das in vieler Hinsicht verbessert mit Geräten. Zum Beispiel Elektrolysegeräte ist gut beim Fasten, wenn es basischer ist. Aber jetzt nehmen wir reifes Quellwasser. Ja, also da kann man lokale Quellen nehmen, da gibt es ja in der Nähe auch eine ganz gute. Und ich trinke zum Beispiel Lichtquelle und muss man in Flaschen sich besorgen. Reifes Quellwasser, das ist Quellwasser, was von allein an die Oberfläche tritt. Also ein artesischer Brunnen, wie man früher gesagt hat, aber es ist eigentlich eine artesische Quelle. Und dann muss man auf dieser Basis, dass man jetzt 2 Liter gutes Wasser zu sich nimmt, ja, auf dieser Basis müsste man schauen, wie bei der Ernährung. Ne? Der Peace Food ist für mich die Basis, pflanzlich vollwertig. Und dann würde ich aber schauen, was passt zu mir. Ja, zu mir passt zum Beispiel kein Gluten, ja, also der Weizenkleber. Also lasse ich das noch weg. Was für ein Typ bin ich von der Wärmesituation? Also das, was ich im Geheimnis der Lebensenergie beschrieben habe, im Lebensenergie-Kochbuch. Ja, das ist so erstmal die Basis für alle, kollektiv, und dann obendrauf muss ich schauen, wer bin ich, was brauche ich. Und beim Wasser ist es genauso, wir brauchen 2 Liter pro Tag Minimum sauberes Wasser. Das ist schon mal ganz schwer, ja, das Wasser hier mit dieser Schweinezucht und so weiter, die da ja nicht so weit weg ist, das ist schon so nitratverseucht. Dass wir auf jeden das da nicht irgendwo von einem Berg, aber meistens in Österreich kommt das Wasser. Hier ist es leider nicht so ideal, also musste man schon was machen, dass das Wasser besser wird. Aber eben, 2 Liter gutes Wasser, wenn man da reifes Quellwasser hat und dann schaut, was schmeckt mir am besten. Im Laufe meines Arztlebens bin ich immer mehr darauf gekommen, dass wir unserer inneren Stimme vertrauen müssen, dem inneren Arzt, wie der Paracelsus sagt. Also, was schmeckt mir, das ist ja etwas, was ich erfühle. Und wenn ich dann zwischen 6, 7, 8 guten Wässern teste, mache ich am Anfang der Seminare, kriegen die Leute da eben 8 Wasserproben von lauter guten Wässern bis hin zum richtigen Therapiewasser, wie Jodwasser oder so, einer Quelle auch. Und dann schmecken sie raus, was ihnen am besten schmeckt. Und wir versorgen sie also bei jedem mit dem Wasser. Ja, ist ein ziemlich logistischer Aufwand, aber hier können wir ja natürlich ein paar Paletten auch dann lagern. Und das kommt aus dieser Leonhardsquelle in Bayern, Oberbayern. Und da gibt es verschiedene Varianten, Mondwasser und Vollmondwasser und St. Georgswasser. Kriegt man bei uns schon im Naturkostladen. Im Naturkostladen kriegt man das, ja, in genau. Glasflaschen. In Glasflaschen ist natürlich auch zwingend. Ja, also ich kann auch gutes Wasser in Plastikflaschen füllen und dann ist es auch ruiniert. Ja. Also Wolwig ist ja auch ein artesischer Brunnen aus dem Zentralmassiv in Frankreich. Aber wenn man sich nur überlegt, wie das in diesen Plastikflaschen bis zu uns kommt, möchte ich da nichts mehr trinken davon. Man gibt auch einfache Tests. Also das habe ich bei diesen Chefs sozusagen von St. Leonhards gelernt. Ein gutes Wasser, reifes Quellwasser, da kann man aus der Flasche trinken, 10 Tage lang, und das kippt nicht um, das wird nicht schlecht. Ja? Wenn man das nimmt und die Keimzahl bestimmt, dann geht mit der Zeit die Keimzahl sogar runter. Ja? Wenn man jetzt so normal irgendwas anderes, ein Getränk nimmt und trinkt da mit dem Mund, ne, kippt das ja sehr schnell um. Bei jedem Saft merkt man das. Aber man merkt es auch bei Wasser, dass das schneller mal abgestanden wird. Also Wasser ist mir für so ein Fastenzentrum natürlich auch unheimlich wichtig. Und ich kann das also sagen, also wir haben hier von unseren Vorgängern Gegenstrom, Osmose-Gerät übernommen, kostet über 2000 Euro. Und das ist auch angeboten. Dann habe ich relativ bald einmal dieses Elektrolysewasser gehabt und habe das Kangen, Aquion, das heißt Elektrolyse, und habe das beim Fasten genommen. Das kann man argumentieren, weil das basische Wasser dann einfach sehr gut ist, auch als Antioxidant. Dann haben wir dieses Gletscherwasser, wie es so heißt im Volksmund, dieses hexagonale Wasser eingeführt. Und das trinken die Leute lieber, es schmeckt einfach frischer. Aber über die Jahre, wenn ich mir anschaue, das Hexagonale haben sie am längsten getrunken hier, die hier immer leben. Aber da trinkt heute keiner mehr ein Wasser, was aus diesen Aufbereitungsgeräten kommt. Die fahren 15 Kilometer zu der Quelle und holen sich dort das Wasser. Unsere eigenen Quellen, die sind nicht immer sicher. Ne? Also wenn es jetzt nicht lang genug regnet hat, ist einfach gar nicht genug da.
Und insofern kann ich dann auch diese Geräte nicht mehr empfehlen und bin weiter auf die Suche gegangen. Und mit diesem reifen Quellwasser habe ich das gefunden, wobei ich auch der Meinung bin, das bleibt nicht so. Ne? Das Individuelle kann sich ändern. Ja. Geschmack kann sich ernährungsmäßig ändern, auch wassermäßig. Sagen die von St. Leonhard zum Beispiel auch, dass man immer mal wieder testen soll, vielleicht braucht man dann ein anderes. Mhm. Und man kann es sogar umgekehrt nehmen. Ne? Also wenn ich mir jetzt die letzten 45 Teilnehmer oder 48 Teilnehmer anschaue, was die sich ausgewählt haben, und ich schaue da mal die aus der Volksmedizin herrührenden Indikationen an, wo das Wasser benutzt worden ist, und sage denen das, dann sind die ganz erstaunt und sagen, und das haben wir in der Familie. Und, ja. Also man merkt dann direkt auch umgekehrt, wie das tatsächlich funktioniert. Da muss man aber schon ein spüriger Mensch auch sein, oder? Weil den meisten Menschen schmeckt doch das Leitungswasser ganz normal, oder? Ja, wenn sie aber dann die Auswahl zwischen guten Wässern haben, nimmer. Also ich habe das jetzt getestet hier mit den Leuten. Ich fragte ja dann am Ende der Woche, ja, wie war jetzt das mit dem Wasser? Weil die sagen ja natürlich schon gleich, ja, Flaschenwasser, gut, ich kann es am Naturkostladen holen, aber muss es auch schleppen. Ne? Mhm. Also muss ich ja praktisch so ein Tragel Wasser jede Woche heimzahlen. Mhm. Und das wollen sie ja natürlich nicht. Das gibt es ja einfacher in Plastik und leichter. Und billiger dann auch noch. Und da haben jetzt von denen sicher über die Hälfte so Erfahrung gemacht, es ist ihnen ganz leicht gefallen, das zu trinken. Ist für mich auch so. Ja, viele Frauen tun sich nicht leicht, 2 Liter am Tag zu trinken. Mhm. Und hier haben ein paar gesagt, die das normal haben, das war ein süffiges Wasser. Mhm. Ja, das haben sie gern getrunken. Und naja, das ist schon so ein Zeichen. Ja. Ich merke auch, ich trinke ja das jetzt monatelang, diese Lichtquelle. Und teste auch zwischendrin mal wieder Mondquelle oder St. Georgs oder sowas. Oder hier unsere eigene. Aus der Gegend auch oder die von hier. Aber es bleibt bisher noch bei der Lichtquelle. Wir haben einen Mitarbeiter, der hat Sonnenquelle. Mhm. Ja, und trinkt dann seitdem das und das schmeckt ihm. Also diesbezüglich muss man sagen, das wird sich ändern im Laufe der Zeit. Da bin ich eher sicher. Mit dem Geschmack ändert sich das auch mit dem Essen. Ja, das muss man auch überlegen. Wenn man zum Beispiel... Jetzt bin ich gerade zurückgekommen aus Monte Grotto. Da hat jetzt ein normaler Koch ausgezeichnet vegan gekocht. Der hat das einfach gelernt. Der hat da schon in meinem Peace Food Vegano Italiano mitgeschrieben. Mhm. Und also jedenfalls, ich kenne ihn über viele Jahre. Der ist einfach ein exzellenter Koch, der Andrea Reh. Aber er ist ein Mischköstler und er kocht ja auch normal für die anderen. Der würzt ganz anders, als wenn wir jetzt hierher kommen und das ist ein veganer Koch, der schon seit Jahren vegan lebt. Der würzt viel weniger. Ja, einfach weil er selbst viel mehr schmeckt. Und dann haben wir das mal gesagt sogar. Und dann hat er mal mehr gewürzt. Und hat dann gefragt, wie hat denn euch das geschmeckt? Ja, waren eh begeistert die ganze Woche. Da waren sie besonders begeistert. Und dann sagt er, für mich ist das völlig versalzen. Aber das ist so, ja. Ich kann das für mich auch sagen. Wenn ich hier lebe, mit diesem Gemüse, was man da dann selbst auch zum Teil sich erholen kann aus dem Garten. Man schmeckt es dann so und man braucht immer weniger Gewürze, immer weniger Reize. Ja. Aber wenn jetzt jemand von außen kommt, die Hälfte der Leute sind ja, über die Hälfte sind Mischköstler, die dann zu uns kommen. Mhm. Für die ist fast besser, es kocht ein nicht-veganer Koch, weil der würzt dann entsprechend. Dann sind sie gleich mal begeistert vom veganen Essen. Genau. Ja. Also das ist so, keiner von uns hier steht auf diesen Fleischersatz, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Aber viele, die dann als Mischköstler rüber tendieren, für die ist der Fleischersatz gut. Ich würde das nicht essen. Mhm. Aber ich habe mal vegan für Einsteiger geschrieben, genau, mit viel Fleischersatz, weil ich das einfach geschrieben habe für sozusagen die vegetarischen Kursteilnehmerinnen von mir, die ihre Männer, die es viel nötiger haben, veganisieren wollen. Mhm. Und die Männer wollen ja nicht gern zwangsveganisiert werden, bekanntermaßen. Naja, dann ist ganz gut, sie kann in 4 Wochen weiter so fordern, wie das gewohnt ist. Mhm. Und nach 4 Wochen kann sie mal sagen, du Sepp, das ist schon längst vegan. Sepp, ja. Oder Hund. Ja. Also, dann wird der, weiß der Himmel, der Sepp sagen, ja, aber wenn es so schmeckt, ist es okay. Ja. Ja, so. Das ist ja schon viel für einen Mann. Ja. Wenn er aber das meistens ist das dann Weizen-Eiweiß, oder? Ja, also seit dann ist es schon ewig nicht mehr. Aber auch das andere, ja. Die Tofu-Schnitzel und so, wir essen das da nicht so gern. Ne? Wir brauchen das auch nicht, weil wir haben einfach so gutes Gemüse. Aber Soja, isst du Soja? Ja. Das schon. Also von den Studien her spricht nichts gegen Soja, das ist also eine Geschichte. Ne? Das Soja war halt der Umstieg für die Mischköstler und dann hat gleich die Wirtschaft, die Industrie versucht, das schlecht zu machen.
Aber wenn man die Studien aus Loma Linda, das ist so die Hauptstadt da, wo die Adventisten in Südkalifornien leben, nimmt von der Uni, das Soja schadet der Schilddrüse nicht. Soja ist sogar gut für die Frauen. Selbst wenn sie Brustkrebs hatten und Tamoxifen leben und so weiter. Weil diese Bioflavonoide, die ein bisschen östrogenähnlich sind, die besetzen dann die Rezeptoren. Und das ist sogar gut, weil die gar nicht ganz wegzukriegen sind, die körpereigenen Östrogene. Also selbst bei Frauen mit Krebs hat sich moderat Soja bewährt. Das stimmt einfach nicht. Aber ich habe zum Beispiel auch mal ein ganzes Buch gemacht, Peace Food Vegan, einfach schnell. Da ist kein Soja drin, weil es halt schon so viel gibt, die einfach Soja nicht mehr wollen. Ja. Für Männer. Also wenn jemand jetzt permanent Sojamilch, Soja, Tofu, Schnitzel und seinen ganzen Tag isst, dann hat das Auswirkungen. Wenn der 2, 3, 4 Mal in der Woche ein bisschen Soja nimmt, überhaupt kein Problem. Jetzt einen kleinen Buben, aber auch ein kleines Mädchen würde ich nicht mit Sojamilch aufziehen, weil das keinen Sinn macht, ja, von Anfang an so viel Östrogen ähnliches, wenn es auch gering ist, ins Spiel des Lebens zu bringen. Das würde ich nicht tun. Aber es spricht nichts. Aus meiner Sicht spricht nichts gegen Soja, außer dass es natürlich genmanipuliert sein kann und aus unfairem Handel. Ja, also das muss man in Österreich beachten. In der Schweiz gibt es überhaupt kein genmanipuliertes Soja. Das lassen die einfach nicht rein, ehrlich gesagt. Lassen das in Österreich? Ja. Lassen wir das rein? Also offiziell nicht, oder? Die Gesetzeslage? Also in der Tierzucht ist das überall. Als Tierfutter stimmt, ja. Aber jetzt für Menschen heißt es ja noch immer, von der Gesetzeslage her, dass wir das nicht... Ja. Weil es ist, glaube ich, auch bei Bio und auch wenn oben steht, gehen wir. Also wenn wir per Volksabstimmung, war meine erste Volksabstimmung in Österreich, ich glaube mit 2/3 mehr gesagt haben, wir wollen ja kein genmanipuliertes Zeug, dann frage ich mich, warum es als Tierfutter da reinkommt, weil die ganzen Mischköstler essen ja die Tiere. Und dann haben sie es ja drin. Also die Politik ist ja bei uns schon, ja, das ist halt österreichisch. Ne? Wir sind gegen Atomkraft und die kaufen Atomstrom und lassen die an den... Also beim EU-Eintritt, man hätte die alle blockieren können, diese Atomkraftwerke, damit die eintreten können. Aber unsere Politik bringt ja da null zusammen, ehrlich gesagt. Ne? Wie wahrscheinlich? Und beziehungsweise aus meiner Sicht, die interessiert das nicht, was die Bevölkerung will. Die machen, was sie wollen. Und ich weiß nicht, warum sie solche Sachen wollen. Ich fürchte halt, dass die Weltgeldreligion schon wieder eine Rolle spielt. Ich weiß es nicht.